Das klingt für viele vielleicht komisch, aber ich habe nie verstanden, warum man sich mit Freunden zum Abhängen trifft. Ich meine, man kann ja nur ultra viel Spaß haben, fette Storys erzählen und eine Menge zusammen erleben. Aber für mich war das nichts, außer reine Zeitverschwendung. Zu Hause in meinem Zimmer hatte ich meine Ruhe. Es ist gemütlich und warm. Und ich hatte die Freiheit, alles tun und lassen zu können, was ich wollte, ohne darauf achten zu müssen, was andere darüber denken. Nach der Schule habe ich mich immer gerne in Büchern oder Comics vertieft. Bin in meine Gaming-Welten eingetaucht. Oder, das mag etwas oldschool klingen, aber ich habe mir einfach einen warmen Tee gemacht, mich ans Fenster oder aufs Bett gesetzt, Musik angemacht und habe einfach über Dinge nachgedacht oder versucht, alles wahrzunehmen, was ich sah und hörte. Solltet ihr auch mal ausprobieren. Abgesehen davon, dass es euch entspannt, ist es echt interessant, wie viel man beobachten kann. Manchmal ging ich auch einfach alleine raus und beobachtete meine Umgebung einfach da, wo es angenehm zum Stehen und Sitzen war. Auch andere Aktivitäten, die man normalerweise mit mehreren Menschen macht, habe ich gern für mich gemacht. Ins Kino gehen zum Beispiel. Das mag alles etwas forever alone klingen, aber wen kümmert's, wenn man dabei happy ist? Das Einzige, woran ich dachte, war, wow, jetzt kann ich mich voll auf den Film einlassen und ihn genießen. Ich war nur vollkommen auf mich fokussiert. Aber ihr wisst ja sicherlich, was man nicht kennt, vermisst man auch nicht. Ich finde, am besten kann ich es mit Hilfe meiner Freundin erzählen. Aber natürlich ist nicht alles nur auf Freundin und Freund bezogen, sondern vor allem auf Freunde, Familie, sogar flüchtig bekannte Menschen oder Fremde. Es geht ums Teilen. Ich fand ziemlich schnell raus, dass es nie heißen muss, dass du in dem eingeschränkt bist, was du tust und wie du bist, wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist. Wenn du das Gefühl hast, etwas von dir verstecken zu müssen oder jemand anders zu sein, während du mit Leuten unterwegs bist, dann wirst du nie erfahren, mit was für Leuten du es zu tun hast. Wahrscheinlich sind es in den meisten Fällen Menschen, die dir nicht gut tun. Aber hab auf jeden Fall keine Angst, dich und dein wirkliches Ich zu zeigen. Und mach dir am besten auch nicht so viele Gedanken darüber, wie es dann aussehen mag. Es gibt immer Momente, wo man enttäuschende Reaktionen zu sehen bekommt. Aber das gibt dir immerhin die Klarheit, die du brauchst. Und glaub mir, du wirst mehr witzige und positive Reaktionen erfahren, wenn du dein wahres Ich mit anderen teilst. Und wenn nicht, dann haben die dich nicht verdient. Versteck dich daher nicht und schau, ob Leute sich an dich anpassen können. Natürlich sollte man auf beide etwas Rücksicht nehmen, aber nicht so, dass es dem anderen unangenehm ist. Teile mit denen deine verrückten Seiten, deine Welten, in denen du sonst alleine eintauchst, deine Hobbys und deine Momente. Nichts ist schöner als das Gefühl, dass du jemanden dazu begeistern kannst, Dinge zu sehen und zu spüren, wie du es aus deiner Welt kennst. Vor allem was Essen angeht. Du kennst auch sicherlich diese Zufriedenheit, wenn Leute sich bei dir bedanken oder wenn du jemanden fragst, wie findest du das Essen? Und er oder sie dann sagt, dass es schmeckt und du einfach nur glücklich darüber bist, dass du jemanden etwas zeigen konntest. Und wenn du soweit bist, dann versuch es mal mit Menschen, die du noch nicht so gut kennst. Teil mit ihnen etwas aus deinem Leben. Vielleicht entsteht dadurch ja die ein oder andere Freundschaft und Beziehung. Naja, jedenfalls lautet so das Motto der Adventskalenderaktion der Telekom, was mir halt super gefallen hat einfach und weswegen ich diese Produktplatzierung mit deren Unterstützung gefilmt habe. In der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall den Link zu der Aktion. Es ist ein Hörbuch-Adventskalender, wo ihr jeden Tag neue Episoden kostenlos hören könnt. Und ich finde auf jeden Fall ist das eine echt coole Message und ich hoffe, bei meinem Video ist die Message auch gut rübergekommen. Riesendank auf jeden Fall an meine Schwester Franchao und meine Freundin Kiko für deren Hilfe vor und hinter der Kamera. Es war auf jeden Fall echt ein anstrengender Dreh. Schaut mal bei denen vorbei. Ich habe deren Seiten und Videos quasi in der Videobeschreibung auch verlinkt. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Checkt die letzten Videos ab. Wir sehen uns am kommenden Samstag. Bis dann!